Buenos dias aus Spanien. Wir machen uns jetzt auf den Weg und fahren durch Kastilien. Das ist ein sehr dünn besiedeltes Gebiet hier in Spanien. Das heißt, auf uns wartet sehr viel Natur und kleine Dörfer. Wir sind heute Morgen in Segovia gestartet und fahren jetzt nach Burgos. Da werden wir so ungefähr 5 Tage brauchen. Und hier fahren wir jetzt einmal quer durch Kastilien. Und hier gibt es pro Quadratkilometer nur 8 Einwohner. Im Vergleich dazu sind es in ganz Spanien etwas über 50 pro Quadratkilometer im Durchschnitt. Also wirklich sehr, sehr dünn besiedelt hier. Deshalb erwarten uns vor allen Dingen kleine Dörfer und ansonsten sehr viel Natur. Was für uns natürlich super ist zum Wildcampen. Bei Lebensmitteln und Wasser müssen wir ein bisschen mehr planen. Es wird ein bisschen hügelig, das heißt aber, wir haben auch immer mal wieder schöne Ausblicke. Daher sind wir sehr gespannt. Auf geht's! Wir haben gerade eine kurze Pause gemacht und jetzt sind wir gerade 10 Meter wieder losgefahren und Rebecca hat einen Platten hinten. Ist schon nicht nur noch halb voll der Reifen. Jetzt müssen wir wohl erstmal einen Reifen flicken. Das kleine Loch haben wir ja super schnell geflickt. Gar kein Problem, dann kann es gleich weitergehen. Das war jetzt erst der 4. Platte, den wir hatten auf unserer Reise und das nach immerhin 9 Monaten jetzt schon. Also sind wir bisher eigentlich sehr gut damit durchgekommen. Und die Platten waren auch alle nur bei Rebecca im Hinterrad. Ich hatte noch keinen einzigen Platten. Ich habe von Continental die Unplattbar-Reifen drauf. Also das funktioniert bisher echt super. In den letzten Wochen in Mexiko ist uns ja aufgefallen, dass bei unseren Taschen immer mehr Nähte reißen und wir haben ja auch schon Ersatz bekommen von Faude. Nach Mexiko schicken ist leider schwierig gewesen und wir haben die auch schon auf dem Weg nach Spanien. Wir müssen die noch abholen. Wir haben die auch zu einer Warm Shower Hostin schicken lassen und da sind wir in ungefähr 7 Fahrertagen, rechnen wir mal. Aber es wird langsam brenzlig, ob die Taschen noch so lange halten. Meine eine Hintertasche ist nämlich schon hier fast über die gesamte Seite aufgerissen und die haben wir nur mit Panzertape verklebt. Und das Panzertape hält den Belastungen auch noch nicht so richtig stand. Jetzt ist hier gerade wieder alles aufgerissen. Ja. Gucken, wir haben jetzt heute nicht mehr so weit. Ich glaube, heute Abend musste einfach nochmal neues Panzertape rum und dann hoffen wir, dass morgen die Taschen soll noch es halten. Regnen. Mhm.
Wir sind auf der Suche nach einem Platz für heute Nacht. Wir sind jetzt gerade so einen kleinen Feldweg reingelaufen. Der ist gar nicht weit hier von der Straße entfernt. Die ist da vorne gleich. Das sind, glaube ich, nur so 150 Meter. Aber hier sind schön Büsche vor. Also man sieht uns auch nicht. Und es ist halt auch nur so ein kleiner Feldweg. Der führt noch zu drei Feldern. Da wird schon keiner langkommen. Und das Beste hier an dem Spot ist, wir haben sogar Ausblick auf eine Burg da vorne. Guten Morgen. Wir haben hervorragend geschlafen hier und jetzt kochen wir unseren Kaffee und frühstücken und genießen dabei noch ein bisschen länger unseren Burgblick hier. Als Hotel wäre das bestimmt unglaublich teuer, aber für uns sogar hier ganz umsonst. So, ich muss jetzt erstmal noch mal kurz meine Tasche reparieren, die ja gestern hier aufgerissen ist. Ein bisschen neues Panzertape drauf. Soll ja heute auch gewittern und ein bisschen regnen. Da muss sie ja zumindest halbwegs regendicht sein. So groß ist der Riss mittlerweile hier. Und ich habe echt ein bisschen Angst, dass die Tasche nicht mehr, ja, die jetzt noch, was haben wir jetzt noch, 7 Fahrradtage, bis wir die neuen Taschen bekommen. Die haben wir nämlich zu einem Warm Showers Host geschickt, dass die Tasche das nicht mehr durchhält und hier noch vollkommen aufreißt. Während wir hier gerade noch gemütlich bei unserem zweiten Kaffee saßen und ich die Tasche repariert habe, ist auf einmal eine riesen Schafsherde hier vorbeigekommen. Und dann fing auch ein Hund an zu bellen. Da haben wir uns erstmal richtig erschrocken, weil dann dahinter auch gleich der Schäfer kam. Ja, der hat etwas irritiert geguckt und hat dann Buenos Dias gesagt. Und dann ist er auch weitergegangen. Also das scheint ihn nicht besonders gestört zu haben, dass wir hier gecampt haben auf seiner Schafswiese. Für heute war ja Gewitter angesagt und wir haben auch eben das erste Mal den Donner gehört. Ist wahrscheinlich da hinten, wo es so grau ist, aber mit etwas Glück zieht es an uns vorbei. Sieht auf jeden Fall im Moment so aus. Wir haben nämlich noch blauen Himmel hier. Jetzt fängt es doch noch an zu regnen und deswegen, wir wollten eh gerade was essen und deswegen bauen wir jetzt unsere Stühle hier am Spielplatz auf und kochen uns gleich erstmal was Schönes. Es ist jetzt zwar ein bisschen eng, aber es geht und wir haben Dach über dem Kopf, falls es noch schlimmer wird mit dem Regen. Und dann gibt es erstmal leckeren Linseneintopf. Hey!
Essen ist fertig. Guten Appetit. Guten Appetit. Und jetzt regnet es sich auch passend dazu richtig ein. Mhm. Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, es hat sich doch nicht eingeregnet. Also ich glaube, es wird schon wieder langsam weniger, oder? Nee, bisschen, halb gute, ja. Man weiß es noch nicht genau. Und die schlechte, unser Essen ist uns leider flöten gegangen. Mir ist der Topf aus der Hand gerutscht, in dem das Essen war. Jetzt liegt unser Linseneintopf hier unten. Und auf meinem Schuh. Ein bisschen was konnten wir davon noch essen. Ja, also bevor es runtergefallen ist. Haben wir die Hälfte schon aufgegessen zum Glück. Ja, jetzt gibt es gleich noch einen kleinen Snack und dann... So, wir haben die Räder wieder bepackt und alles rangebaut. Wir machen uns jetzt doch schon langsam auf den Weg. Es regnet zwar noch leicht und es windet ganz schön, aber wir wollen uns auch schon schnell einen Campspot suchen für heute Nacht. Es ist nämlich ganz schön kalt geworden. Genau. Ich hätte nie gedacht, dass man im Juni in Spanien frieren kann, aber es geht. Deswegen suchen wir uns schnell was, wo wir unser Zelt aufbauen können, dass wir uns in den Schlafsack kuscheln können. Guten Platz zum Übernachten gefunden. Wir sind hier in so einer Senke drin. Das ist ganz gut, weil heute Nacht soll es eventuell noch Gewitter geben. Und haben hier zwei große Bäume neben uns und liegen hier an so einem einsamen Feldweg, der hier nur so ein paar Felder irgendwie anbindet. Es ist jetzt schon kurz vor 8, hier wird wohl heute keiner mehr kommen. Von daher bauen wir jetzt schnell unser Zelt auf und dann kuscheln wir uns unter unsere Schlafsäcke. So, wir haben das Zelt aufgebaut. Ist auch recht trocken gewesen, also wir konnten das noch alles recht trocken hier reinkriegen. Ja, jetzt hat es fast aufgehört zu regnen. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie die Nacht wird, ob es heute Nacht tatsächlich noch viel Gewitter und Regen gibt. Ja, und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Bis dann! Guten Morgen! Wir haben sehr gut geschlafen. Es kam kein Gewitter mehr und auch kein starker Regen. Also das war echt perfekt. Und wir sind jetzt schon wieder losgestartet. Wie man vielleicht schon hört, heute erwartet uns ein bisschen Gegenwind. Ja, und sonst ist alles wie die anderen Tage auch. Wir freuen uns weiterhin auf wunderschöne Landschaften und auf kleine Dörfer. Wir sind jetzt gerade in das Dorf Maderuelo reingefahren und da stand ein Schild am Ortseingang, dass es eines der schönsten Dörfer Spaniens sein soll. Und deshalb gucken wir uns das jetzt mal an. Wir haben hier gerade einen Einheimischen getroffen, einer der einzigen Menschen, die hier auf der Straße irgendwie zu sehen waren. Und der hat uns erzählt, dass hier nur 35 Leute in dem Ort wohnen. Es ist auch total ausgestorben hier. Hier steht auch sehr viel leer. Hier gibt es ein paar Hotels, da ist jetzt im Moment auch nichts los. Aber es wirkt auf jeden Fall sehr ruhig und idyllisch hier. Aber es ist wunderschön. Thank you.
Wir hatten hier gerade ein bisschen Verkehr auf unserer Strecke, denn hier zieht gerade ein Schäfer mit seiner Herde lang. Und der hat uns gerade erzählt, dass er insgesamt 2000 Tiere hat. Schon eine ganze Menge. Ja, die grasen hier alle so am Rand. Rebecca hat den nächsten Platten wieder im Hinterrad. Jetzt müssen wir mal nachschauen, ob wir vorgestern schlecht geflickt haben oder was jetzt das Problem ist. Schon wieder ein neues, ganz kleines Loch. Wir haben auch den Übeltäter gefunden. Hier im Mantel steckt irgendwie ein ganz kleines Metallteil oder eine Scherbe, was auch immer das ist. Das ist gerade durchgegangen. Und der kommt hier hinten. Hier durch. Dieses kleine Teil haben wir rausgeholt aus dem Mantel. Das steckte da einmal komplett drin. Und das war für die beiden Löcher verantwortlich und hat halt sehr langsam Luft verloren. Oh, krass. Aber das heißt, ab jetzt ist es wieder pannenfrei, die Fahrt. Der Reifen ist wieder einigermaßen aufgepumpt. Dann geht es jetzt für uns weiter. Und zwar haben wir heute auch nur noch so 20 Kilometer. Was ganz gut ist, weil wir müssen noch mal in eine Stadt, wo ein Supermarkt ist. Und da werden wir auch in der Jugendherberge heute übernachten. Noch nicht, ob sie ein Zimmer für uns haben, aber ein Bier haben wir schon mal bekommen. Ja, also das ist jetzt hier eine Bar mit einem Hotel oder einem Hostel dran und er muss jetzt erstmal jemanden anrufen und fragen, ob noch ein Zimmer frei ist. Und dann dachten wir, nutzen wir doch die Wartezeit schon mal für ein Feierabendbierchen. Vielleicht ist es noch nicht der Feierabend, vielleicht müssen wir noch mal wieder raus aus der Stadt und uns doch einen Campspot suchen. Mal gucken. Die haben leider kein Zimmer für uns, alles ausgebucht, aber einen kleinen Tapas haben wir noch bekommen. Das Hotel hat ein Zimmer frei, aber ist viel zu teuer. Um die 70 Euro. Wir sind jetzt noch wieder 7 Kilometer rausgefahren aus dem Ort und hier zu einem Hotel. Hier haben wir noch ein günstiges gefunden und ja, jetzt wollen wir mal einchecken. Guten Morgen, wir sind eben wieder gestartet von unserem Hotel, haben schon ein paar Kilometer erledigt. Ja, heute geht es jetzt weiter Richtung Burgos. Das sind noch so 70 Kilometer. Wir werden wahrscheinlich nicht alle heute machen, denn wir haben hier auch immer so pro Tag 500 bis 700 Höhenmeter. Es ist sehr hügelig hier. Deshalb werden wir uns wahrscheinlich noch so 20, 25 Kilometer für morgen übrig lassen. Dann würde ich sagen, los geht's! We'll be right back.
Hier in Spanien gibt es in jedem Dorf einen kleinen Brunnen und da kommt eigentlich auch immer Trinkwasser raus. Also zumindest war das bisher bei uns außer in einem Dorf immer Trinkwasser. Und das ist richtig praktisch, weil wir so keine Wasserflaschen kaufen müssen. Und die Einheimischen füllen sich hier auch ihr Wasser ab. Und bei dem Wetter auch richtig praktisch, es ist auch richtig schön kühl. Hier in den Bergen ändert sich das Wetter sehr schnell. Eben hatten wir noch strahlend blauen Himmel und Sonnenschein und jetzt zieht hier so ein Unwetter über uns hinweg. Deswegen bringen wir uns mal schnell in Sicherheit. Das Gewitter ist weitergezogen und der Regen ist auch so gut wie. Na, eigentlich ist er zu Ende, es tropft nur noch von den Bäumen. Wir haben jetzt ungefähr anderthalb Stunden hier gesessen, bis jetzt auch der Regen vorbei war, weil unsere Packtaschen ja nicht mehr besonders wasserdicht sind. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob es so gehalten hat. Ja, mal gucken. Sieht gut aus. Das meiste hat das kleine Dachüberstand hier wohl abgehalten. Von daher kann es weitergehen. Wir sind noch nicht so weit gekommen wieder. Nächstes Gewitter. Ja, 5 Kilometer weiter. Und der Blitz ist wieder sehr dicht. Deswegen stellen wir uns noch mal unter. Das Gewitter ist vorübergezogen und wir sind jetzt auch noch ein paar Kilometer weiter gefahren. Das Problem, was wir heute nur haben, ist, dass es den ganzen Abend noch Gewitter geben soll. Ja, wir sind hier gerade auf den Bergen auf 1100 Meter Höhe und die guten Flächen für unser Zelt heute Nacht sind halt alle auf Feldern. Und da sind wir natürlich mit unserem Zelt dann die höchste Erhöhung. Deshalb können wir bei Gewitter nicht im Zelt bleiben. Jetzt haben wir aber einen ganz guten Platz hier, glaube ich, gefunden. Denn im Moment sind wir gerade in der Bushaltestelle und hier können wir uns dann bei Gewitter hin verziehen. Unser Zelt wollen wir hier jetzt nicht aufbauen, weil die nämlich direkt an der Straße liegt, aber wir gehen einfach da aufs Feld, 100 Meter weiter, bauen da unser Zelt auf und wenn dann Gewitter kommt, können wir uns hier schnell hin verziehen. Ja, und jetzt gibt es aber erstmal noch ein paar Nudeln, natürlich mit Pesto. Nacht. Wir sind wieder in unserem Lieblingsplatz im Bushäuschen. Es zieht gerade noch mal ein Gewitterchen über uns hinweg und ja, wir hoffen mal, dass es das letzte wird. Es gibt unterschiedliche Meldungen dazu in den Wetter-Apps. Mal gucken. Guten Morgen, wir haben super geschlafen. Es kam zum Glück kein Gewitter mehr, das heißt, wir mussten uns nicht mehr in das Bushäuschen verziehen.
Und ja, wir sind noch ein bisschen müde, obwohl wir echt lange geschlafen haben. Ist jetzt, glaube ich, so 7:30. Wir werden jetzt erstmal frühstücken. Währenddessen lassen wir das Zelt noch einen Moment stehen. Das ist nämlich noch etwas nass. Und dann geht's heute die letzten Kilometer nach Burgos. Heute Morgen gab es bei uns nur einen Kaffee. Eigentlich trinken wir sonst immer zwei, aber das Wasser war ein bisschen knapp heute beim Frühstück. Jetzt sind wir hier bei einem kleinen Ort vorbeigekommen und in diesen kleinen Dörfern gibt es immer zwei Sachen, nämlich die Kirche in der Dorfmitte und ein kleines Restaurant bzw. Café. Supermärkte sind hier 30 Kilometer entfernt, aber perfekt für uns. Genau, dann können wir jetzt hier den Kaffee genießen. Vielen Dank auch an alle, die uns schon mal über PayPal einen Kaffee spendiert haben. Das genießen wir, so wie jetzt gerade, immer sehr. Sol, cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues quién. Todos caen a mi lado. El freno lo arranqué. Me siento feliz porque yo no dudo mi power. Burlaste de mí, ya se acabó. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, y Marte me espera mientras rodea. Nada me rompe. Wir sind ja jetzt fast in Burgos, wo wir heute ankommen. Und die Strecke hier bis Burgos war wirklich richtig schön. Also landschaftlich total toll, mit den ganzen Ausblicken von den Hügeln und auf die Berge, war richtig schön. Das ist übrigens auch eine ausgeschriebene Radstrecke. Camino del Cid heißt sie. Und das gibt es halt für Radfahrer, aber es gibt auch noch eine Strecke für Mountainbikes und für Wanderer, die halt durch diese schönen Dörfer und durch diese schöne Landschaft führen. Können wir auf jeden Fall empfehlen. Wir sind angekommen in Burgos und stehen jetzt hier vor der Kathedrale und das ist wirklich eine wunderschöne Kirche. Genauso wunderschön wie die Strecke hierhin und mit so schönen ruhigen Straßen geht es auch weiter. Und zwar geht es für uns Richtung Norden weiter und zwar endlich ans Meer. Genau, das seht ihr dann im nächsten Video. Also bis dann. Bis dann.